Hallo und herzlich willkommen hier zurück her zur geheimnisvollen Insel 2. Es geht wieder weiter, ja. Und wir sind immer noch an der Stelle hängen geblieben hier, ne? Ja, im Moment haben wir es jetzt hier drin mit den Affen zu tun und es ist anscheinend doch gut, wenn man sich mit denen gut stellt. Allerdings habe ich das schon ein bisschen verkackt, glaube ich, und es wird da für uns sehr schwierig. Einen haben wir jetzt auf unserer Seite im Moment. Es wird sehr schwierig, die wieder zu beschwichtigen, ne? Was ist das? Sieht wie ein Tempel aus. Gut, das kennen wir schon. Das breche ich jetzt mal ab hier. Jetzt holt er die anderen. So, ja, das sind die vier Affen hier. Und die gehen jetzt her und fangen dann mit irgendwas auf uns an zu werfen. So, der eine ist ja hier sehr gut mit uns noch gestellt. So, jetzt, Sattle. Wir haben ein Blasrohr, genau. Das wollten wir herstellen noch. Ja. So, Gutski. Dann verwenden wir das mal. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist der Schwarze, den will ich nicht abschießen. Ich will eigentlich nur die abschießen, die hier sowieso böse auf uns sind. Ja, das ist auch das Ember, das Weibchen hier, wächterfeindlich, ja gut. Locker Alpha-Männchen, okay. Na gut, ich denke, das reicht. Wir gehen wieder raus. Ich glaube, wir müssen einen Kriegsrat abhalten, ja. Jeb. Naja. Fassen wir die Situation. So, ja, das tue ich jetzt auch mal abbrechen. Wir kennen das ja schon. Das haben wir das letzte Folge schon gehabt hier. So, nochmal ganz kurz gucken. Jo, der Ton wird aufgenommen. Ich sage ja nicht, dass. Ja. So, ja, lala. Freundschaftsanzeige auf Maxim steigen. Ja, das Maxim ist ein Problem. Besonders, wenn Affen keinen Hunger mehr haben. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob man dann nochmal komplett neu starten müsste, sozusagen, damit man das Spiel dann überhaupt noch schaffen kann. Oder ob man dann halt einfach es halt wirklich sau schwer hat. Ne? Ah, das oben ist wie ein Totenschädel hier. Ne? Oh, die grüne Wolke rauskommt. Hier die Augäpfel. Und da ist noch was, aber da kommen wir, da kriegen wir eh nichts mehr. Das eine ist ja schon rausgefallen im Prinzip, ja, das hier, ne? Ja, gut, aber das haben wir eh schon gegessen, das Thema. Das ist ja schon erledigt alles. Ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen. So. Ja, jetzt müssen wir die anderen Affen hier gütlich stellen. Also wir brauchen mindestens drei Affen, die anscheinend gütlich gestellt werden müssen. Also bei einem Affen weiß ich, dass wir noch eine Chance haben. Und das ist der eine, der da hinten drüben ist, wo das Kind praktisch in Gefahr ist. Okay. Moment mal. Jetzt bin ich wieder als Chap unterwegs. Moment mal. Was ist denn jetzt hier los? Da liegen überall tote Vögel oder fast tote Moment mal, kann ich nicht hier. Wo habe ich denn jetzt Dings gelassen? Die Mina. Ich will wieder zu Mina. Ich will mit der mit. Wie geht's meinem kleinen Teufel? Oder geht es jetzt nicht? Komm, wir wollen wieder zusammen. Denkt nämlich gerade so, hä? Ich glaube, ich kann mit Mina selber auch nicht hier irgendwie mit den Vögeln was machen. Dass die wieder. keine Ahnung. Dass wir die wieder irgendwo hinsetzen. Und dass die wieder weiterfliegen können. So, warte mal. Das war hier. Dann sind wir hier runter. Armer Kerl. Armer Kerl. Ja, gut, wir können nichts machen mit den Vögeln. Armer Kerl. Alles armer Kerl. Ja, Und jetzt? Was soll ich mit den Vögeln machen? Ich habe keine Ahnung. Gut, das war jetzt aber nicht unser Ziel hier. Warte mal, gehen wir weiter. Wir wollen wieder hier rüber. Ich kann auch schnell reisen, ich weiß. Aber bis ich das jetzt da, bin ich auch hingelaufen. Aber was das hier bedeutet, dass die Schlange sich hier in den Schwanz beißt und da rumkreiselt, das habe ich auch nicht verstanden. So, die Effin war da drüben irgendwo. Warte mal, noch eins weiter. Da. Da kommt nur Chap rüber. So, Chap. Beziehungsweise stopp mal, warte mal. Eins muss ich noch machen vorher. Ich habe, glaube ich, damals nie probiert. Mit einem Seil. Also, aber das Seil habe ich ja wieder auseinandergedröselt. Habe ich da, glaube ich, die Angel für gemacht, oder?
Kurz eingespießter Stock. Angelrute mit Köder. Die können wir auch wieder auseinander. Die können wir vielleicht auch wieder zusammenbasteln. Jetzt nehmen wir sie erstmal voneinander. So, warte mal. Ich tue das jetzt extra auf eine andere Stelle. So, dann den Stock dazu, den Korken, den Haken. Ach, das will ich jetzt gar nicht. Moment, Abbruch. Das will ich gar nicht. So, die Kordel, die brauche ich jetzt aber erstmal wieder, um da ein Seil draus zu knüpfen. So. Jetzt haben wir ein Seil. Wobei, ich kann auch noch was probieren, ob ich es mit dem Stahldraht auch machen kann. So, jetzt gehen wir mal mit Chap hier rüber. Mit Chap spielen. Skelett hier. So. Ja, die hat hier Sorgen. So, mal mit ihr sprechen. Die haben wir bis halb voll. Ja, ja, die hat hier Sorgen. Lausen haben wir ja schon lange gemacht gehabt. Jetzt will ich mal probieren, ob ich dir auch einen Stahldraht geben kann. Ja. Guck mal da, was ich da habe. Nein. Damit kannst du nichts machen. Okay, wobei der... Ja, ich weiß. Wobei der Stahldraht doch besser wäre für Feuer und so weiter. Hier, dann probieren wir es mit dem Seil. Geben. Auch nicht. Warte, müssen wir das machen? Warte mal. Kommen wir hier raus? So, mal probieren wir das jetzt mal. Also jetzt tue ich mal kurz das mit dem Stahldraht probieren oder mit dem Stahlseil. Das hier vielleicht zu Affen werfen oder kann ich irgendwie da hoch? Also das geht nicht. Also mit dem Stahlkabel geht es also nicht. Dann probieren wir mit dem Seil. Okay, unlogischerweise geht es nur mit dem Seil. Okay. Warum auch immer, das ist leichter zu werfen oder was? So, jetzt kann er hier rüber sich hangeln, oder? Ja, ich glaube, damit ist unser Seil auch kaputt jetzt, oder? Aufgenommener Gegenstand, Babyaffe. Okay, nur unser Seil ist jetzt weg. Das ist blöd. Jetzt können wir keine Angel mehr bauen, oder? Map. Naja, gut. So. Ja, geben, geben. Was denn? Wir gehen jetzt mit dem Affenbaby weg, ja? Ah, ist das nicht süß? Ein Babyaffe. Ich hab einen Babyaffen, guck. Was kann der Babyaffen? Ja, da steht nichts bei, leider. So. Dann gib mir ja mal ihr Kind zurück. Guck mal da, ich geb dir was, ich schenk dir was. Ha! Jetzt haben wir volle Punktzahl bei ihr. Perfekt. So, die haut jetzt hier ab. Dann sind wir hier jetzt komplett fertig, oder was? Das haben wir die ganze Zeit nicht gerallt, wie es gehen soll, ne? Das Problem ist, unser Seil sehen wir leider nie wieder, ne? Das ist am Ende im Gelände hier. Ja, Map ist blöd. Das ist blöd. Und sonst gibt es hier nichts mehr, das wir hier vielleicht mitnehmen könnten oder so, ne? Das hier ist... Das ist kein Seil, ne? Das, ich habe mir schon gedacht, ob man es da vielleicht runterschneiden könnte, hier die... Diese Kabel hier. Aber das wäre dann wieder Kabel, ne? Von daher wird es mir nichts bringen. Also das heißt, der Angel kann ich mir vorerst abschminken. Gut. Also jetzt haben wir schon eigentlich zwei Affen. Der eine ist neutral und die Effin, da ist jetzt 100%. Komm her und lass dir die Ohren kraulen, Kleine. Ja, wir steigen wieder auf ihre Schulter. Im Prinzip, Chap ist unser kleines Baby, wenn wir so wollen, ne? Ja, so. Das
ist die Schlange schon wieder hier? Ich weiß nicht, was ich mit der Schlange machen soll, Leute. Ich habe keine Ahnung. Stock. Hilft nichts. Da muss ich dir da was vorspielen. Das haben wir mal gemacht. Ich weiß auch nicht, was wir mit diesem geschärften Ambusschrotter hier machen sollen. Das habe ich noch keine Ahnung für. Die Schlange, die war jetzt ja wieder woanders. Das ist der Roboter, der kaputte. Mit dem können wir auch nichts machen. Ja, guck, der Laserstrahl geht noch hier. Oder dieser Laser ist es ja nicht, ein Scanner eigentlich jetzt sozusagen. Also das funktioniert ja noch bei ihm. So, dann. Schwer die Schlange, also die verfolgt mich. Ja, und dann hätten wir noch da hinten das Affenweibchen. Und ja, weil ihn wird man ja nicht überzeugen können. Das, ja, das Problem ist, weiß ich nicht, was wir mit den Vögeln hier machen sollen. Problem ist halt, wenn die keinen Hunger mehr haben, dann wird es auch nochmal schwerer. So, dann gehen wir wieder hier hoch, wenn das geht. Mit Chap. Weil sie geht ja hier nicht hoch. So, da ist die Agave. Hier hoch. So, die sind wieder beide da. Der ist sehr wütend. Und die sind beide wütend. Ich kann nur mit ihm erstmal. Ja. Wenn sie hätte ich vielleicht noch rumgebracht in Slugger, dann wird man nicht mehr rumkriegen. Sehr wütend. Beruhigen. Interessiert ihn nicht. Lausen lässt er sich wahrscheinlich in dem Zustand auch nicht. Okay. Haben wir noch die Eidechse oder haben wir die gegessen? Er hat zwar eine am Stock noch, aber. Ne, die Eidechse haben wir nicht mehr. Ich glaube, die haben wir selber gegessen oder haben wir die schon jemandem gegeben? Es kann auch sein. Warte mal, kann ich dem. Ach komm, ich biete ihm jetzt einen Alkohol an. Ich meine, beim Weibchen war es nicht toll. Ja, der will haben. So. Naja, nee, das macht ihn auch wütend, okay. Also Alkohol mag der auch nicht. Was ist los, Jeb? Hast du ein Problem? Ja, so ein kleines Problemchen haben wir, aber naja. So, ich kann nicht mit ihr, ne? Ich muss da mit ihm erstmal. So, sehr wütend, ja, ja. Ja, spiel dich nicht so auf. Beruhigen bringt ja nichts. Calm down, calm down. Können wir dem eine Ameis anbieten? Ja, haben, haben, haben. Naja, riecht dann, beruhigt sich ein wenig, aber ein wenig ist eigentlich gar nichts hier oben. Ja, dass manche übler Scherz nicht mehr gut machen ist. Okay, will dann Thymian. Nein. Können wir ihm eine Kette schenken? Ich glaube nicht, ne? Bei irgendwas das Weibchen gewesen. Nein. Auto. Das wird zurückholen hier. Grashalm, der ist jetzt leer. Ja, das hat er genommen, hat sich da ein bisschen beruhigt. Also Termiten wird man so schnell keine mehr, glaube ich, holen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal irgendwie eine Eidechse kriegen oder so, aber ich glaube nicht. Kann man ihnen einen Fisch anbieten? Ja, haben, haben. Bitteschön. Ich glaube, das bringt gar nichts. Bei ihm haben wir schlechte Karten. Den kriegt man nicht mehr. Jetzt ist der Fisch weg, ja, schön. Den kriegt man halt nicht mehr irgendwie. Emaillierte Vase, können wir die dem schenken? Nee. Warte, wenn wir ihn verjagen vielleicht?
dass wir vielleicht sie nochmal rumkriegen können oder so. Warte mal, wo ist meine Schlange? Hier. Ja, ja, ist recht. Okay. Mit der Schlange schindet mir keinen Eindruck mehr. Das kannst du dir nicht bieten lassen. Wenn du nicht der Stärkere bist, versuche wenigstens der Klügere zu sein. Ja, das versuchen wir ja, aber das hat nicht funktioniert. Ja, sehr wütend, ja, ist recht. Beruhigen, ja gut, geht nicht. Also es geht auch mit der Schlange, die ihm geben oder so, wird auch nicht funktionieren. So, jetzt probieren wir es mal mit dem riesenlangen Stock oder so. Wir haben den längeren sozusagen. Es funktioniert nicht, nee. Nur Mut, du Strolch! Mäp! Hier kommen wir nicht rein, oder? Nee. Ja, ja, da spielt er sich auf. Wir kriegen den jetzt aber auch nicht mehr weg. Das ist das Problem. Ja, sehr wütend, ist recht. Lausen lassen will er sich nicht, ne? Nee. Der traut uns nicht. Gut, ist glaube ich egal, welche Länge der Stock hat. Ich krieg den nicht hier überzeugt. Ihm was vorspielen? Macht das Eindruck? Irgendwie quält ihm das nicht, oder? Ich glaube, damit können wir keinen Blumentopf gewinnen. Bei ihm. Teidische Geradenie. Warte mal, wir haben ja auch kein Parfüm mehr, ne? Doch, hier haben wir noch Parfüm. Nö, das macht ihn wütend. Was ist los, Jeb? Hast du ein Problem? Ja, ich habe ein Problem. Ich brauche Spartakus. Nee, kleiner Scherz am Rande. So, ja, jemand hat ein Problem. Kennt er das? Sicherlich, oder? So, Moment mal. Jetzt probieren wir mal. Waren wir in der Ansicht? Ich glaube, da war auch was vorflöten hier. Wo ist meine Ocarina? Wo ist meine Ocarina? Das ist meine Ocarina. Ich glaube, den kriegt man nicht mehr besänftigt. Oder ich muss mir tatsächlich da mal eine Guide durchgucken, ob ich da vielleicht noch was retten kann. Was heißt, dass du wirklich von ganz von vorne anfangen und das dauert dann ein bisschen. gut, ich krieg den nicht. Jeb sagt auch, hier wäre irgendwie noch was. Also, da ist das Symbol wieder hier. Allerdings kann ich hier nichts machen, ne? Also, wenn ich mit ihr reden will, da hört er sich dazwischen. Und wegjagen kann ich den nicht mehr. Und ja. Ja, was machen wir jetzt, Leute? Ich weiß es nicht. Also jetzt hätten wir... Wir könnten mal zu der Affenhöhle gehen und gucken, ob wir jetzt zwei Affen auf unserer Seite haben. Das müsste ja so sein, ne? Und Jeb? So. Wo war der Durchgang? Da war der Durchgang. So. Aber ich denke, ich speichere da vorher ab.
Da uno momento. So. Ja, ich habe jetzt gespeichert. Jetzt gehen wir nochmal in die Höhle rein. Ja, jetzt haben wir zwei Affen, die gut sind. Also hier sehen wir Mama und ihr Baby Verbündeter. Hey! Au, verdammtes Vieh! Hey! Ja, das winkt. Und er hier neutral. Hey! Hey! Ja, mittlerweile haben wir tatsächlich ja 5, ne? Also sie war ja die ganze Zeit noch gar nicht hier oben. Aber wir haben als Problem, hier haben wir einen Wächter. Den kennen wir nicht. Wobei, das fast, den kennen wir nicht. Den kennen wir wahrscheinlich schon. So, dann probiere ich jetzt nochmal was. Ich gehe nochmal hier raus. Wir müssen nochmal zu dem einen Baum, ob der da nochmal herkommt, der eine Affe. Weil da haben wir damals da war ja das Gewehr, das kaputte gelegen, mit dem wir ja eigentlich auch nichts anfangen können. So, jetzt ist er wieder hier längs. Ich weiß, wir hätten eine Schnellreisefunktion. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich mit den Vögeln anfangen soll, die da rumliegen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob der Affe hier herkommt. Den haben wir damals dann auch verjagt. Der, da ist er wieder, oder? Nee, doch nicht. Ne, das ist wieder das, das Stachelschwein. Da könnten wir jetzt neue Ameisen holen. Das bringt uns aber nicht weiter, glaube ich. Den Roboter kommen wir nicht, oder? Ja gut, dann holen wir uns nochmal neue Ameisen. Jetzt weiß ich gerade immer, wie das Minispiel überhaupt ging. Wir brauchten den Grashalm. Ach so, da mussten wir hier so rumstochern. Das ist wenigstens leichter wie das mit diesen Termiten. Ah, gut, das ist ein Geduldsspiel natürlich. Auch im richtigen Moment hinstoßen. Ja, ach, keine einzige Ameise. Gut, wir könnten wieder rumöpfen oder was das hier ist und... Könnte das Spiel einfach machen, aber ja, eigentlich war das relativ simpel. Trotzdem ist es ziemlich dämlich, finde ich. Ich würde einfach den Dinger halt da hinheben und dann die Ameisen draufkrabbeln lassen. Und dann ist gut. Da geht gar nichts gerade. Also das, wir machen das einmal, einfache Variante. Da bin ich mir nicht stolz genug, ich, ja, lach mich aus, ist mir scheißegal. Ich meine, jetzt ist sie langsam, aber ich weiß halt auch nicht. Muss ich hier aufs Bild klicken? Ah doch, hier muss ich hinklicken, okay. Jetzt sind sie langsamer. Ah ja, jetzt geht's. Ja, am Ende mit dem Stolz. Was will ich mit dem Stolz? Man darf auch nicht zu stolz sein. Wenn man mal Hilfe braucht, darf man nicht zu stolz sein. Man muss sie annehmen. Na? Drei Ameisen haben wir, okay. Die drehen dann auch immer wieder ab, ne? So. Ich verstehe halt nicht, was er genau damit mit dem Gras halt macht. Ich würde die damit aufspießen, aber eigentlich auch nicht, oder? Ha 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 ha!
So, jetzt haben wir 10 Ameisen. So, kein Platz mehr. So. Ja, das Problem ist, dass der Affe ja nicht mehr da ist. Einfach der eine da, ne? Den ich meine nicht mehr. Den können wir also nicht beschwichtigen dann auch. Und sonst wüsste ich jetzt gerade nicht. Naja, da ist übrigens das kaputte Nest hier. Wo wir auf den damals Leoparden geschmissen haben. Hier in der Kiste ist nichts mehr. Truhe ist leer. Und sonst ist hier auch nichts mehr, ne? Gut, ich würde mal sagen, ich gucke mir nochmal kurz weiter in der Lösung, ob ich irgendwie den Slugger, ob ich den irgendwie noch hinkriege, weil ich den verärgert habe. Ob da was steht drüber. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, also ich habe jetzt mal wieder weiter gelesen. Ja, man kann anscheinend auch noch hier was machen mit unseren Tonvasen hier. Und zwar angeblich können wir die anmalen. Also wir können solche glasierten Vasen machen zum Bleistift. So, Auto. Jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir das dann mit dem Pinsel anmalen? Jetzt muss ich die Vase noch einmal brennen, um die Farbschicht auszuhärten. Genau, dann kriegt man eine Glasur. Okay. Ich will nochmal kurz überlegen. Jetzt haben wir die Form. Jetzt machen wir noch die Form. Dass wir halt von jeder Form eine haben, sozusagen, die wir vielleicht verschenken können. Aber ich glaube, der eine, der Slugger, der, den können wir gar nichts schenken. Der ist mit nichts zufrieden. Da ist Wasser drin. Und da drin Mehl. Da können wir das umfüllen. So, ja, das haben wir jetzt umgefüllt. Und dann können wir die auch noch anmalen, die eine Vase. Wo er aus dann sieht wie so ein Kelch, ne? Das muss ich auch mal ganz kurz. Ich muss mal ein bisschen sortieren. Zucker. Der Zucker sieht eh komisch aus. So, jetzt machen wir das mal so, dass wir das. Ah, gut, das ist. Machen wir es mal so, dass wir diese Dinger hier zusammen machen hier. Und das kann auch hier hin. Der Rest kann bleiben. So, jetzt machen wir mal hier das. 6 verschiedene Formen gibt es, glaube ich. Hier unser Stundenglas sozusagen. Das hier. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das hier umgekehrt. Das haben wir hier. Zur Not können wir ja auch nochmal ins Töpfern. Da haben wir eh mehr von. Okay. Die Form haben wir schon im Prinzip. Das kann ich ja mal zusammenstellen, dass wir es wissen. Jetzt ist nur die eine Form. Ja, da ist gerade Wasser drin, das könnte ich wegleeren, aber nee. Machen wir nicht. Oder warte mal, wir können es umleeren. Ja, ist wie gesagt, ne? So, jetzt haben wir das hier noch. Das müssen wir noch anmalen und das haben wir Wasser drin. So, jetzt mit unserem Pinsel, unser ergiebigen. Ja, das dient auch wie eine Glasur anscheinend, diese Farbe. Spezialfarbe. So, und jetzt muss man angeblich die da nochmal reinstellen. Perfekt. So, wenn man es wahrscheinlich zu lang stehen lässt, dann springt es wieder. Ich habe ja schon mal mit dem Tonzeug sehr auch gesagt. Mein, mit Glasieren, das haben wir dann damals nicht gemacht. Wir haben es tatsächlich nur gebrannt. So viel ich weiß. Man hätte es, glaube ich, irgendwie machen können, wenn noch Zeit gewesen wäre, aber haben wir damals in der Schule dann gar nicht mehr gemacht mit der Glasur. Weil nur so bekommt er eigentlich ein wirklich wasserdichtes Gefäß dann. Aus was jetzt die Glasur genau besteht, kann ich euch auch nicht sagen. Muss ja wie Glas sein im Endeffekt, ne? Eine Schicht Glas. Gibt übrigens auch flüssiges Glas. Ja, müsste mal in der Apotheke fragen. Wusste ich früher auch nicht. Und damit könnt ihr auch allerhand Sachen anstellen. Wie zum Beispiel irgendwo, wenn ihr irgendwo eine alte Holzpfeife habt. Da könnt ihr das reingießen dann und könnt die sozusagen dann wieder dicht machen zum Beispiel. Ne? Ja.
Da das da angespitzt zu stecken hier. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob man. Ja, eigentlich brauchen wir nicht noch mehr solche Dinger hier. Wir haben genügend Tonwaren. So, was war es denn noch? Angeblich gibt es beim Geysir Palmfrüchte, hat es geheißen. Da ist der Geysir, oder? Das ist der Geysir. Ja. Also, Palmfrüchte habe ich hier keine. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich auch schon ein Symbol bei Chat bekommen. Da haben wir die Palmfrüchte schon gegessen oder verbraucht, weil da hätte man angeblich Palmöl oder was mit malen können. Tja, nö. Wisst jetzt auch nicht, wie die aussehen. Weiß auch gar nicht mehr, wo wir diese Geranien her hatten. Warte mal. Eine vulkanische Bombe. Das hat also meinen Hubschrauber abstürzt. Naja, das kennen wir schon. Das wird die Schlange. Die Frage ist, ob wir tatsächlich irgendwo, aber Palmfrüchte. Dann kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Wenn wir das Spiel jetzt natürlich nochmal auf dem zweiten Mal durchspielen würde, natürlich, dann wüsste man schon ja einiges. Ne? Da können wir hin, aber das bringt. Bringt gar nichts, da könnte Chap wieder ins Wasser und dreckig werden sozusagen. Ja, hier halt noch mal ein bisschen rumgucken, ob man da noch irgendwas findet. Des Weiteren kann ich auch noch was am Brennofen machen, angeblich. Verschmutztes Wasser ist das. Ja, hier sind ja auch so Palmen, ne? Aber da sind keine Früchte dran. Nix, da geht gar nichts. Hm. Ja, Windmühle. Man kann es ja mal wieder hinstellen. Ja, hier an dem Ofen kann man angeblich auch noch was machen, ne? Ach so, das muss ich wieder mit Chat machen. Weil hier in den Ofen kann man ja was reinschmeißen. Probieren wir es mal hier mit dem Krustentier. So. Ja, dann rieselt hier was raus, ja, wie bei einer Schmelze. Und jetzt, das müsste jetzt Kalk sein. Zurück. Springen wir wieder auf die also, Schulter. Kerlchen, was hast du vor? Ja, auf deine Schulter zu gehen. Ist schon witzig, der kleine Affe. Gut, jetzt können wir doch hier. Ungelöschter Kalk. Das Zeug ist ätzend. Das kann ich nicht mit bloßen Händen anfassen. Echt ätzend, echt ungelöschter Kalk ist ätzend. Das wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht. So, zack. Jetzt haben wir ungelöschten Kalk. Und jetzt können wir da Wasser reintun, dann haben wir gelöschten. Das müsste auch so gehen, oder? Nee. Okay, dann müssen wir das so machen. Wir haben hier irgendwo eine Vase mit Wasser. Aber hier haben wir noch blaue Früchte, können wir die vielleicht auspressen?
Das Palmfrüchte, ich weiß es echt nicht, Leute. So, warte mal. Wasser, Wasser, Wasser. Ja. Vorsichtig, vorsichtig. Der Kalk darf nur langsam hinzugefügt werden. Ja. Das haben wir ja in dem Buch gelesen. Jetzt haben wir endlich Kalk. Also das hat nichts mit Kreide zu tun. Kreide und Kalk ist anscheinend doch unterschiedlich. Gelöschter Kalk. So, jetzt ist er aus. Was können wir mit dem Gelöschten jetzt machen? Jetzt können wir das vielleicht fertig machen, oder? Eine unerlaubte Kombination. Wie war denn das? Und wenn wir den jetzt wieder trocknen, hätten wir wieder ungelöschten, ne? Warte mal, kann ich jetzt eigentlich dann nochmal Wasser holen? Verschmutzsuche nach sauberem Wasser. Achso, das geht nicht jedes Wasser. Schade. Weil vielleicht wäre es ja gegangen, dass wir da was mit hätten machen können. Wir können mit dem gelöschten Kalk und Kreide was machen. Was können wir denn damit machen? Warte mal, wir können mal kurz in das Buch nochmal reinblättern. Hydraulischer Lift, Kalkverarbeitung, bla bla bla, Luftströmung. Gelöschter Kalk steht durch Wässern von ungelöschten Kalk. Durch den Einsatz von Hitze wird gelöschter Kalk wieder zu ungelöschten Kalk. Also wie gesagt, wenn man es wieder am Feuer tut, dann wird es wieder ungelöscht. Aufgabe mit Brennofen gelöst. Kalk zunächst wässern, Vorsicht, direkt zum Safety Spool, muss das Wasser geschüttet, nicht umgekehrt. Gelöschten Kalk in Öl auflösen und Kreide hinzufügen, um eine hohe Farbe herzustellen. Ah, Öl, wir brauchen Öl. Ja gut, da brauchen wir... Jetzt ist das ein Problem, wir brauchen Ölfrüchte. Ich weiß jetzt nicht, wo ich Ölfrüchte herbekomme. Ja, da haben wir damals ja auch einen Vogel ins Nest zurückgesetzt, ne? Oh, das ist... Ich weiß nicht, was für blaue Früchte wir da haben, ne? Die hier. Inselkirsche. Süßes dabei, leicht solche blauen... Geschmack erinnert an Kirschen. Ja, nee, das bringt mir nichts. Leute, wir haben ein Problem. Wir haben das Zeug nicht. Palmfrüchte. Ich weiß nicht, wo ich die Palmfrüchte herkriege. Hier noch irgendwie was. Ja gut, aber da nochmal Honig. Bienen. Lassen wir sie besser in Ruhe. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich da wieder Chap hochjage, ob der da nochmal eine Honigwabe rausholen kann. Sägewerk eine halbe Meile. Ja, der Vogel. Mit dem Vogel weiß ich leider nicht, was ich tun soll. Wir könnten ja sogar noch mehr Kalk herstellen, wenn wir das wollten. Wir hätten ja noch eine Kette, die man zerlegen könnte. Das ist das Sägewerk. Ja, hier sind Tannenbäume. Und das sieht halt mehr aus wie Pinien hier drüben. Aber ja gut, da müssen ja auch Zapfen dann rumfahren. Wenn, wir könnten ja ein paar Pinienöl herstellen, oder? Ja, der Stock, den brauche ich nicht. Ja, Probleme, Probleme, Probleme. Ja, das wird die Schlange, die im Kreis geht. Ja, immer noch die Blutflecken, die alten. Das sieht halt auch wie Pinienbäume hier aus. Da haben wir damals auch Kerne gefunden, ne? Oh, die haben ja auch schon gefuttert. Na gut, wir können jetzt mal probieren, aber es wird nicht funktionieren. Ob wir die Früchte da reinpacken können. Nee, geht nicht. Das kannst du knicken. Thymian können wir auch nicht malen oder so.
Das geht auch nicht. Schade, schade, Marmelade. Morgen kannst du sie probieren. Ja, bitte was? Öl, ja, Öl. Wir müssen irgendwo Öl herkriegen. Aber wo? Es kann ja jetzt sein, dass man hier zum Beispiel sich deadlockt im Spiel. Indem man zum Beispiel diese... ja, wenn wir die Palmfrüchte gehabt hätten. Indem man die zum Beispiel isst und dann ist es Ende im Gelände. Ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, da... Aber da können wir frisches Wasser holen zum Bleistift, oder? Ihr habt auch gesagt, in dem Wasser gibt es noch mehr. Ja, das ist richtig. Allerdings haben wir das Problem, dass wir da mit dem... ohne Taucheranzug nicht weiterkommen, ne? Es sei denn, es gäbe noch irgendwas beim Helikopter zu entdecken. Das könnten wir mal noch versuchen. So, warte mal, kann ich jetzt hier mal Wasser hier... So, ich nehme gleich mal zweimal Wasser mit. So. Das ist das. Aber wie gesagt, Wildfrüchte kriege ich keine hier. Das hat geheißen beim Gesier, aber wobei es ist eine Schwefelquelle. Weil das auch komisch ist hier, ne? Man kommt ja von beiden Seiten hier ran. Hier ist nichts mehr. Auto, muss noch was hersortieren. Moment, war da was? Mir war gerade so, als hätte sich der Mauszeiger kurz verändert gehabt. Aber das hat er nicht. Schwefelhaltiges Wasser nicht trinkbar. Ja gut. Kann man auch nicht abschöpfen. Ja, aber eigentlich müssen wir doch, wenn man das schwefelhaltige Wasser nimmt, kann man da eine... Können wir uns da eine Kostprobe rausnehmen? Da, da haben wir noch eine Vase. Heißes, schwefelhaltiges Trinkwasser. Nee, nicht trinkbar. So war's. Nee, wir können mit dem nichts anfangen. Man kann da nur was reintunken oder so, um was heiß zu machen, aber ansonsten war's das auch schon, ne? Ja, hier ist auch nichts. Roboter, der kaputte. Ja, hier macht es auch wieder das komische Geräusch. Da fallen dann immer diese Brocken raus. Das ist wahrscheinlich das Geräusch. Ja, das ist das Geräusch. Naja, da ist die Schildkröte, mit der man nichts anfangen kann. Ja, und hier unten war ja, glaube ich, auch nichts mehr. Da ist das Meer und das war's dann. Das war's dann hier unten. Ja. Gut, Leute. Ich werde mal ein bisschen rumgucken. Wir sind jetzt bei 43 Minuten drüber. Ich sage erstmal noch vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Geduld. Wir werden das Spiel noch irgendwie fertig bringen und wenn ich von vorne anfangen muss. Ja, mal schauen. Ich sage auf jeden Fall tschüss, bis dann, euer Lego. Bye, bye.